Ja, jetzt hat jemand mit jemandem ein Wörtchen zu reden, ein Hühnchen zu rufen. Jetzt bin ich direkt über der Delta-Algenstation. Wollen wir doch mal sehen, wie sich dieser Unfall ereignet hat. Ja, jetzt sind wir wieder mit ihm. Ein Hebel. Bewegt sich keinen Zentimeter. Oha. Na, hallo. Jetzt können wir vielleicht den Hebel drücken. Okay, Algenfilter. Schauen wir uns die um. Der Kork filtert alle Stoffe, die in die Röhre hinein und aus der Röhre wieder herausdringen. Na komm. Der ganze Filter ist zu groß zum Transportieren. Okay. Es riecht nach allem Möglichen. Wenn ich etwas Bestimmtes feststellen will, dann sollte ich eine Probe mit ins Labor nehmen. Der ganze Filter. Die Filter sind aus solidem Kork. Vielleicht können wir irgendwie mit dem Messer. Ich schneide etwas Kork aus dem Filter. Das war der Plan. Die Öffnung ansehen. Irgendetwas sagt mir, dass die Explosion von diesem Rohr ausging. Die Frage ist nun, was hat sie überhaupt erst ausgelöst? Ja. Ich kann am hinteren Ende der Röhre etwas erkennen, aber es liegt zu weit weg, als dass ich es erreichen könnte. Mit dem Zeigestock können wir es nicht. Mit dem Stock komme ich zwar bis ans Ende der Röhre, aber etwas herausfischen kann ich damit nicht. Okay, das ist schlecht. Können wir anders dran kommen? Ich kann am hinteren Ende, aber es liegt. Können wir den Zeigestock mit irgendwas kombinieren? So ein Quark. Ob das genauso gut. Einfach mal ausprobieren. Okay. Ein Kescher. Oh, es funzt. Ein Flaschendeckel. Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Ein Korken? An den Krümeln lässt sich kein besonderer Geruch ausmachen. Nur Meerwasser und Kork. Die Daten erhielt. Was ist dann die. Riecht wie frisch gewaschen. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch triefend nass. Ja. Moment mal, der rechte Ärmel riecht fast so wie der Flaschendeckel von der Algenfarm. Ich muss das allerdings erst näher untersuchen, bevor ich mir ganz sicher sein kann. In dem Kittel ist nicht. Der Deckel hat den. Ich muss das allerdings erst. Untersuchen. Mein Alter zeigt, dass sie den. Irgendwie. Sehr gut. Ich schneide den Teil mit der Chemikalie einfach raus. Genau. So lässt sie sich gleich viel besser untersuchen.
Okay, dann mal wieder hoch zum Labor oder wie? Um das dann weiter zu untersuchen. Vielleicht können wir die Sachen hier die Klappe öffnen. Bis damit. Stück Stoff. So, mein alter Laborkittel ist bereit zur Analyse. Dann so, wollen wir mal. Auf geht's. Aha, das Gerät hat einen Brandbeschleuniger festgestellt. Oha. Die Frage ist nur, ist es derselbe wie in der alten Röhre? Und wie finde ich das heraus? Na, das sind die Klappen. Guck mal. Erst muss der Stoff fetzen. Jetzt bin ich aber gespannt. Oha. Tatsache. Sowohl auf dem Ärmel als auch in dem abgebrannten Rohr findet sich der gleiche Brandbeschleuniger. Hatte Lissa nicht gesagt, dass du für den Kittel manchmal trägt? Täter gefasst. Da haben wir ihn. Spukst du immer noch hier herum? Wie hast du es eigentlich all die Jahre ohne deine geliebte Alge ausgehalten? Du willst das. Ich darf das. Jetzt darf ich das. Wenn der eigene Vater anfängt, in deinen Privatsachen herumzuschnüffeln und dich vor der größten Tratschtante Norwegens bloßstellt, dann darf man sowas. Was willst du eigentlich von mir? Ich will mit dir reden. Worüber? Darüber, dass ich schwul bin? Ist es das? Oder doch wieder nur über... Ja, ich will mit dir über die Alge sprechen. Oh, ich wusste es. Über was sonst? Du hast die Alge. Ja, könnte man so sagen. Hast du deswegen die Forschung sabotiert? Bent, jetzt reicht's. Lass ihn ausreden, Lissa. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Was hast du herausgefunden? Herausgefunden? Dass du dir nichts sehnlicher wünscht, als hier zu verschwinden. Dass unsere beste Algenkultur vor 2 Wochen zerstört wurde. Kurz bevor die Investorengespräche anfingen. Und dass es kein Unfall war. Es war ein Unfall. Nein. Ich habe Brandbeschleuniger in der Algenstation gefunden. Das Feuer ist absichtlich gelegt worden. Und du glaubst, dass ich das war? Ich habe die gleiche Substanz an meinem alten Kittel gefunden. Meinen Kittel, den mein Sohn noch manchmal trägt. Und weiter? Hast du oder hast du nicht das Feuer gelegt? Du hast. Das böse Lachen. Er war die ganze Zeit der Bösewicht. Er würde sich schämen. Ihr hört jetzt sofort auf damit. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Nein. Das war das ja gerade so komisch. Okay. Kannst jetzt aufhören zu lachen. Es ist nicht wahr. Es war wirklich nur ein Unfall. Und du denkst, ich hätte... Was sollen diese Spielchen? Ben, er hat recht. Der Brandbeschleuniger war Spiritus. Nach dem Unfall haben wir die Station damit gereinigt. Ich bin genauso wie du. Ich denke nie an mich. Nie. Ich hasse meine Arbeit hier. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich denke, das ist jetzt vorbei. Lass uns bitte einen Moment allein, Bent. Ich werde mit ihm reden. Aha. Faye, lassen Sie uns von hier verschwinden. Ich habe mich geirrt. Es gibt keine Verschwörung. Doch, auf dem H2-Turm hat jemand eine Bombe platziert. Was? Woher? Wir haben keine Zeit. Komm! Oha. H2-Turm. Bombenentschärfung. Gott, Sie hatten recht. Da ist der Täter. Stehen Sie da nicht rum und glotzen. Schnappen Sie sich diesen Kerl. Ich werde diese Höllenmaschine schon irgendwie entschärfen. Den schnapp ich mir.
Okay, wie schnappen wir uns den? Mist! Er hat die Bretter losgetreten. Drüber klettern ist zu gefährlich. Ich muss außen rum gehen. Ja. Überklettern ist außen rum. Da verpassen wir den doch. Die Tür. Wo ist der hin? Nicht durch die Tür. Vermute ich mal. Oha. Lasst mich in Ruhe. Niemand wäre verletzt worden, wenn ihr nicht... Kampf am H2-Turm. Okay. Ach du Scheiße. Band. Keine Drähte, die ich durchtrennen könnte. Dafür hat der Saboteur irgendwelche Zahlen eingeritzt. Vielleicht gelingt es mir, den Zündvorgang abzubrechen, indem ich die Kontakte der Bombe überbrücke. Bis die Digitalzahlen und die eingeritzten Zahlen übereinstimmen? Etwas gewagt. Aber was bleibt mir für eine Wahl? Ich denke, wir haben nicht viel Zeit. Gelb. Eins, ist null. Und die zu, was hier? Zwei, null. Kann man die irgendwie hinsetzen, irgendwie die Dinger, oder? Wie funktioniert das jetzt? Okay. Jetzt irgendwie hier noch was hinpacken. Okay, wie zum Henker. Zum gelbe und rote Dinger. Vielleicht das wollte ich dann passend hier so. Okay, da gibt es dann irgendwelche Zahlen hier. Hier haben wir 1. Muss dann hier irgendwo überall diese Zahlen, die dort vorgesehen sind, angeben oder was die eingeritzt sind. Ach du Schande. Hier noch irgendwo einen hin oder? Ich kann verbrennen mich ja. Mal wieder gelb. Können wir hier auch mal welche quer setzen hier? Ja, so wird es auch gehen. Was machen wir hier? Hier haben wir 2, ja, was passiert hier? Okay, rot ist 1, gelb ist 0. Verstehe es nicht ganz. Hier passiert was. Nur dann Game einsetzen. Hier passiert nichts. Verstehe nicht ganz.
Passiert gar nichts. Okay. Können die irgendwie links einsetzen? Hier so? Das tickende Ding, das tickende Bombe macht mich ein bisschen irgendwie. Ich blick's gerade nicht. Random Sachen reinsteck. Jetzt haben wir hier 3, 3, 1. Müssen wir noch 0 hinkriegen. Okay. Okay. Tu nur mal so, als hätte ich nicht die Komplettlösung benutzt. Größtenteils. Das letzte Ding war tatsächlich ohne Komplettlösung. Lass los! Verdammt! Lass halt nicht los! Lass du mich nach oben, dann zieh ich dich hoch! Bist du wahnsinnig? Verdammt, was tust du? Uns beide retten! Aha. Was und jetzt du! Ah! Hey, die Algenfelder! Die Algenfelder brennen! Die Algenfelder. Ja, alles für den Arsch. Kapitel 6 Atlas Part 2. Uff. Errungenschaft freischaltet der Anfang vom Ende. Oha. Bend, warte! Sieht übel aus. Hör mir zu, du musst hier verschwinden. Eine Probe, Faye. Wir brauchen nur eine einzige Probe und die Alge ist gerettet. Bringen Sie sich schon mal in Sicherheit. Ich werde... Ich lass dich nicht im Stich. Ich komme mit. Gut. Dann bewachen Sie den Eingang. Ich guck mal, ob die Luft rein ist. Und los. Also runter hier. Luke ist verschlossen. Blödes Teil. Jetzt geh schon. Verdammt, der Druckausgleich spinnt. Oha. Die Tür öffnen. Ich brauche einen Schlüssel mit vierkantigem Aufsatz. Aber wo finde ich sowas jetzt? Man tast nix. Ich hoffe, ich muss damit niemanden verletzen. Okay. Vielleicht können wir die Eisenstangen nutzen und die Tür. Das wird nicht leicht ohne Kurbel. Puh. Okay, guck schlau. Mit was denn? Tja, vielleicht mit dem... Der Eisenstange. Ich bin doch nicht mehr Schurke. Vielleicht können wir
Die Tür auch so aufbrechen. Dann kommen wir trotzdem nicht. Die Stange passt zwar ins Schloss, aber solange in der Kammer Überdruck herrscht, wird das nichts bringen. Und durch das Ding kommen wir eh nicht durch. Über die Schläuche wird der Druck im Laborkomplex geregelt. Mit was denn? Wir haben nicht viel. Die Steuerung für die Tür. Was zum Geier ist da los? Der Druck in der Schleusenkammer hat sich verdoppelt. So bekommen wir die Tür niemals auf. Mhm. Blödes Teil. Hier oben irgendwas? Da war eine Frischhalteklemme drin. Aha. Können wir, glaube ich, gebaut haben. Das Zuchtlabor. Wenn alle Strecke reißen, finden wir dort die letzte Alge. Und wie ich mich kenne, werden sie reißen. Hey, im H2-Labor ist jemand. So ein kleiner Kerl mit Glatze. Und er fingert irgendwas an der Schleuse herum. Oha. Den schnapp ich mir. Das ist doch der, den wir vorhin gesehen haben. Der Attentäter. Barney? Barney, bist du da? Bent, die Algenfelder brennen! Ich weiß. Hört zu, ihr müsst umgehend die Bohrinsel evakuieren. Alle müssen runter, sofort. Wir sind ja schon dabei, aber was ist mit dir? Wo bist du? Ich habe hier noch was zu erledigen. Gottverdammt, Bent! Ich mach schon keine Dummheiten. Wir sehen uns dann auf dem Festland. In Ordnung? Gut, ich nehme dich beim Wort. Viel Glück. Mach's Dummheiten. So, die Klemme. Komm jetzt an den Druckschlauch klemmen. Ob das funktioniert? Sieht jedenfalls ganz gut aus. So, na dann lass uns mal die Schleuse öffnen. Den Glatzkopf überwältigen. Okay, tief durchatmen. Das muss jetzt gehen. Na also. Und die Luke öffnen. Faye? Ich hab's. Kommen Sie. Faye, wir haben keine Zeit. Ich komme. Runter da. Aha. Was ist? Jemand hat an der Pumpe hantiert. Deswegen auch der Überdruck in der Kammer. Du kannst doch sowas reparieren, oder? Schon passiert. Wenigstens die Pumpe funktioniert wieder normal. Okay, eine Kette. Da liegt eine Kette. Die gehört Lissa. Oh Gott, meinst du, ihr ist etwas zugestoßen? Ich glaube, sie hat sie absichtlich hier hingelegt. Vielleicht will sie uns damit etwas sagen. Die Frage ist nur, was? Ja. Oh nein. Ach du Schande. Nein, 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 nein! Ben, sie ist ein. Zerstört. Wir sind zu spät. Sie können nicht alles vernichtet haben. Sie haben alles vernichtet. Im Zuchtlabor gibt es noch welche. Dort haben nur Forscher Zutritt. Sie werden dich töten. Woher wollen Sie das wissen, hä? Das Zuchtlabor. Wir müssen zum Zuchtlabor. Okay, aber eine Alge, die haben wir auch weggegeben, oder? Eine Alge hatten wir doch noch. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Schwachsinn. Ist eine Alge, eine Kette, eine Alge drin. Wie wär's darin damit? Ist eine vertrocknete Probe unserer allerersten Algenkultur. Ah, das könnte eine doch was bringen. Eine Antennenstange. Sie sieht noch besorgter aus als sonst. Ich verspreche Ihnen, wir werden hier lebend rauskommen. Dann lass uns jetzt sofort umdrehen. Nicht ohne die Alge. Die haben wir doch. Hier wird wohl kaum Blaualge serviert. Okay, wir müssen irgendwo
bist Luca. Das geht nur über den... Vielleicht. Heckmeck, schlecht. Das ist das Kartenschloss. Mhm. Worauf soll ich fokussieren? Keine Chance. Die Proben wurden restlos vernichtet. Oh, weia. Leer. Komplett. Ist ja nur ein Schrank. Warum sollte da was drin sein? Er ist... Na dann. Mit der Gefahr, dass was über sie hier... sehen stimmt. Das Kartenschloss für die Luke. Dahinter geht's zum Zuchtlabor. Nur Mitarbeiter mit. Oha. In der Blutspur. Bitte nein. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Oha. Große Güte. Oh mein Gott. Das ist alles meine Schuld. Was? Das alles passiert nur, weil ich hierher gekommen bin. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Und ich? Wer auch immer das getan hat, er ist noch hier. Und gnade ihm Gott, wenn ich ihn jetzt finde. Okay, schauen wir uns um. Ich finde ihn noch hier. Hier runter kann man nicht. Ich verspreche Ihnen, wir werden hier leben. Dann lass uns ja nicht ohne. Ja, egal, haben wir doch schon. Bitte verzeih mir, Lissa. Ich habe Ihre Keycard gefunden. Damit kommen wir bis zum Zuchtlabor. Okay. Ob zum Zuchtlabor. Fehler. Fehler. Oh nein, der Kartenleser spinnt. Ich muss wohl den Durchgang übers Bürolabor nehmen. Na toll. Na dann. Schneidender Schrecken. Doch nicht mehr. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch. Weiß hier etwas, was meine wir wissen Güte, sollten? Überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Bend, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Oha, er springt das ganze Ding in die Luft. Mein Gott, der ganze Raum ist voll. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Dann sterben wir hier gemeinsam. Auf zur Sicherheitstür. Dahinter ist sie? Ja, der richtige Eingang mit Desinfektionsraum und Pipapo ist nur eine Etage tiefer. Aber wir gehen jetzt den direkten Weg. Das Terminal, Bend, das Terminal. Lässt sich denn keine Tür hier normal öffnen? Natürlich nicht. Und auf dem Weg werden wir hier aufgehalten. Es wäre zu einfach, wenn das sofort gehen würde. Erst das Alpha-Terminal. Ich setze hier keinen Fuß raus. Ich setze. Das Alpha-Terminal. Verdammt. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein.
Das Passwort war leider falsch. Passwort.